Chelsea Boots, ja. So Leder. Ja. Einfach einen Deutschen geheiratet. Ja. Auf hier bleiben im Land. Ja. Aber dürfte man die im Bett auch anlassen als Mann? Socken und Schuhe aus. Abi, ich bin Spaghetti, aber Billionen-Türche. Ich bin großgezogen. Du magst also keine Air Max? Nee. Seh zu, dass du weitergehst. Sorry. Wirklich, jetzt echt, hau ab jetzt. Ja, ja. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar befinden wir uns heute mal in Frankfurt. Man kann es unschwer erkennen. Ich dachte, heute gehe ich mal in Frankfurt auf die Straße. Und zwar fragen wir die Frauen, welche Schuhe sie denn bei Männern besonders mögen. Also, let's go. Kennst du mit Rückwärtsseite runterspringen, Digga? Du trägst ja selber schöne weiße Sneaker. Ja. Wobei ich mir habe sagen lassen, Frauen mögen es, wenn die Schuhe sehr gepflegt sind bei Männern. Nike? Sportschuhe, ja. Sportschuhe, tatsächlich, ja? Ja. Und nicht mal so irgendwie ein bisschen casual, schicker, mit so Anzugsschuhen? Nee. Wie findest du meine? Auch gut. Auch gut? Das ist so ein Zwischending, oder? Ja, passt. Super. Dürfte man die im Bett auch anlassen als Mann? Socken und Schuhe aus. Echt jetzt? Ja. Bei Frauen sagt man das ganz gerne. Louboutin-Schuhe kennst du ja, ne? Ja. So, viele Männer finden das total toll, wenn die Frau die anlässt. Dann haben die aber irgendeinen Fußfetisch. Oh, du hast auch schicke Schuhe an. Dankeschön. Türkei? Nee, ich habe den LA gekauft. Wirklich? Ja. Welche Schuhe magst du bei Männern? Was sollen die tragen? Was findest du gut? Sneaker? Mhm. Echt? Wie alt bist du? 22. Also nicht so feinere Sachen, Chelsea Boots oder Anzugsschuhe oder sowas? Kommt auf den Anlass an. Kommt auf den Anlass an? Ist dir wichtig, dass die Schuhe so gepflegt sind? Bei Männern ja, oder sagst du? Echt? Ja, soll schon sauber sein. Okay. Aber muss jetzt nicht perfekt bei weißen Schuhen. Ella, ist doch Buzuki, diese. Ich habe mir gedacht, wenn es schon heute um das Thema Sneaker geht, der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich hatte vor kurzem ein Shooting für die GQ und da ging es um Leandro Lopez Schuhe. Und ich dachte mir, was kann ich jetzt machen, um euch da draußen vielleicht auch nochmal so ein kleines Gewinnspiel anzubieten und was locker zu machen bei solchen Shootings. Da bekommt man immer so unterschiedliche Größen. Ja, man weiß ja nicht, was passt. Und eine Größe hat mir natürlich nicht gepasst von den Schuhen. Da habe ich gedacht, nicht weiter erzählen. Ich habe Schuhe mitgenommen. Okay. Da habe ich mir gedacht, ich nehme das Paar, was mir nicht passt und verlose euch das. Also die Leute von Leandro Lopez wissen gar nichts davon. Ihr habt jetzt wirklich die Möglichkeit, ein paar niegelnagelneue Luxus-Sneaker zu gewinnen. Wer Leandro Lopez nicht kennt, wer die Marke nicht kennt, sie ist wirklich sehr, sehr beliebt bei Prominenten, bei Fußballern. Ich blende ein paar Bilder ein. Hau ein paar raus. Was müsst ihr dafür tun? Natürlich kommentieren. Warum willst du solche geilen Sneaker haben? Ja? Den Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben bei dem Video und dann kannst du mitmachen. Zufall wird entscheiden. Eine Person. Die sind echt nice. Also unter anderem hier. Check mal, hast du gesehen? Magst du bei Männern? Sneaker? Sneaker? You like as a man? I like, yeah. Which kind of? Which kind more of? More sneaker or more so Chelsea boots or? No, I don't like the chikimiki. No chikimiki? Fancy guys. I don't like. I like more sport, more comfortable guys, more something like that. Okay, where are you from? I'm from Mexico. Mexico. Yes. Erstmal nachgedacht, wo man herkommt. Ja. Oder? Ja. Was machst du hier in Deutschland? What are you doing here? Scheiß drauf, wir wollen das gar nicht. Nein. Was machst du? I'm married with a German guy. Ella, ist der Buzuki. Du hast einfach einen Deutschen geheiratet. Ja. Auf hier bleiben im Land. Ja. Okay, alles loco, gut. Loco, crazy. Nee, alles richtig gemacht. Hat er denn Geld? I tried to learn the language, but now it's not so much. Hat er denn Geld, der Mann? In Geld, eh? Money? The man has money? No, come on. I'm not this kind of girl. No, okay. Welche Schuhe findet ihr bei Männern besonders gut? So Chelsea Boots, ja. Leder. Ja. Was mit denen, die ich trage, sowas? Auch cool. Die sind auch cool. Ja. Okay, welche noch? Sneaker? Ja. Also so in die Richtung, halt ein bisschen schicker. Ich mag jetzt nicht super sportliche, aber. Aber es ist interessant zu sehen, fast alle Frauen mögen Chelsea Boots. Ja. Ja, vielen lieben Dank. Leider noch nicht abonniert. Was? Du ziehst hier alle Videos rein, hast nicht abonniert. Aber kommt auf jeden Fall ein Abo dazu. Ja, jetzt direkt, hol dein Handy raus. Abonnier den Kanal. Leute, abonniert den Kanal. Ja, mach ich den gleich. Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich den nicht mit dir. Was gleich? Ja? Hätte ich vielleicht ein Bild noch mit dir machen? Leider nicht, Digga. Wer nicht abonniert, kriegt keine Fotos. Bro, schöne Weihnachten, ne? Sneakers mag ich gerne. Sneaker? Auch solche bunten Sneakers oder ist egal?
Eher was Schlichtes. Eher was Schlichtes, wie findest du meine? Hübsch, ja, sehr, sehr gut. Ich deine auch. Ja, danke, das war's schon, ne? Das war's schon. Schönen Tag noch, ne? Tschüss, oder wolltest du noch was sagen? Ne? Sneaker. Sneaker? Ja. Eher weiß oder was Buntes? Schwarz, schlicht, so zum Beispiel diese kommende Gasol-Chucks. Da haut jemand die Designerschuhe gleich direkt raus. Ja, guck mal, das war's schon. Ach, wolltest du noch was sagen? Nee. Okay, tschüss, schöne Weihnachten. Ich mag die Air Force One. Air Force One? Also eher so Sneaker-mäßig? Ja. Was halt zu einem passt. Okay. Prinzipiell Sneakers, aber es kommt auch auf die Jahreszeit drauf an. Hauptsache, es ist nicht so aufmüffig irgendwie. Ich mag das nicht, wenn es so prollig ist. Ich finde einfach normal, natürlich ist immer noch am coolsten. Ja, Freunde, hier wird fleißig posiert bei den Ladies. Man sieht auch schon, sie setzen ihre Schuhe sehr in Pose. Hallo. Auf jeden Fall keine Nike Air Max. Magst du also keine Air Max? Nee. Seh zu, dass du weitergehst. Sorry. Wirklich, jetzt echt, hau ab jetzt. Ja, ja. Du, ganz ehrlich jetzt mal an alle Ladies, ne? Air Max, 90er Air Max, das ist ein Klassiker. Der Schuh ist Legende. Der ist ja eigentlich, ist der fast undisswas, muss man schon so sagen. Ist okay, wenn ihr jetzt irgendwie, was auch immer das, aber die Air Max, auf die lasse ich nichts kommen. Ich habe heute ja auch mal zum Test die Schuhe von Leandro Lopez an. Sind wirklich bequem, muss ich sagen. Sie halten auch relativ warm. Es ist natürlich mal wieder schweinekalt draußen. Aber auch gerade für den Winter, wenn du jetzt sagst, ich will im Winter nicht auf meine Sneaker verzichten. Check auf jeden Fall mal den Link ab unten in der Infobox. Kann ich wirklich empfehlen, sehr hochwertiger Schuh, also check's ab. Hey! Hakuna Matata! Du bist schon richtig YouTube-Fame, weil die ganzen Leute auf der Straße dich immer fragen. I can speak 17 languages, mister. Really? Yes, because I tell you Hakuna Matata. Ich sollte vielleicht bei dir Nachhilfe nehmen, weil nicht mal mein Deutsch ist so richtig gut. Ah, je parle français, pas de problème. Merhaba, nasılsın? Anne, sie sind çok güzel, ey, güle güle, iyi akşamlar. Aber biliyorum Türkçe be. Abi, ben spaghetti, aber biliyorum Türkçe. Ma si, come va, va bene. Sono artista della strada, madonna. Thank you. Vielen lieben Dank, mein Lieber. I wish you Merry Christmas for everybody and bleiben Sie menschlich. Ja Leute, das war jetzt das letzte Video in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Straßenumfrage, welche Schuhe finden Frauen bei Männern besonders gut? Also Chelsea Boots sind sehr, sehr hoch im Kommen. Es ist tatsächlich auch einer meiner Lieblings-Winterschuhe. Ansonsten mögen die Frauen es auch, wenn wir gerne Sneaker tragen. Natürlich ein wenig gepflegt. Ich weiß, bei weißen Schuhen, jemand tritt drauf, ist ein Fleck drauf, was soll man machen? Aber achtet drauf, dass eure Schuhe nicht ganz so abgeranzt sind. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, nagelneue Sneaker von Leandro Lopez zu geben. Was müsst ihr machen? Was müsst ihr machen? Kommentar hinterlassen. Warum willst du diese Schuhe gerade haben? Daumen nach oben geben und natürlich abonnieren. Wer nicht abonniert, kann nichts gewinnen. Leute, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns direkt im nächsten Jahr wieder. Mein Name ist Marc Eggers. Danke fürs Zuschauen. Danke für den ganzen Support in diesem Jahr, für über 140.000 Abonnenten mittlerweile. Das ist für mich das krasseste Jahr, seitdem ich YouTube mache, über 3,5 Jahre. So, deshalb vom ganzen Herzen vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was zurückgeben. Der eine Zuschauer hat auch ein Parfüm bekommen. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, meine Leandro Lopez Schuhe sogar zu bekommen. Also, danke für alles. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Passt auf euch auf. Viel Liebe gehen raus. Peace. It'll take over, dog, we gon' make it. Show the world that it's shining our greatness. Keep it real, never gon' fake this. Till we make it, taking off, flying high like a spaceship. Take a jolt, take a shot, what you waiting for? Keep it real, never gon' fake this. Till we make it, till we make it.